Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir befinden uns hier in der Nähe von Windhelm. Und, ja, wir haben hier noch einiges zu erkunden. Tatsächlich. Wo wir noch nicht waren. Und da wir das ja, soweit es geht, eigentlich alles machen möchten, würde ich mal sagen, wir gehen mal noch in diese Richtung. Nikolai ist nicht dabei, weil ich habe mir gedacht, wir wollen jetzt einfach mal trainieren und er nimmt uns viele Skillpunkte weg, in dem Fall, weil er uns sehr hilft. Deswegen werden wir erstmal noch alleine sein. Dann starten wir mal hier oben dem Gebäude einen Besuch ab. Ich glaube, ich weiß auch schon, was das für ein Gebäude ist. Na, hallöchen, Verräterposten. So, erstmal vorbeigetroffen. So, komm her. Sagt er, komm her. So. Und Volltreffer. So. Und tschüss. Hauen wir alle weg hier. So. Das ist eigentlich immer nur ein Banditenlager, wo man mal hingeschickt wird, wenn man nach Kopfgeld sucht. Hallo, wer ist denn hier noch so schönes? Oh, Geldbeutel, das nehme ich mit. Und ein Novizenschloss. Kriegen wir locker geknackt. So. Oh, eine Schatzkarte noch. Das müssten wir auch mal machen. Hier die ganzen Schätzen suchen. Aber eigentlich sind wir da nicht mal so stark darauf angewiesen, danach zu suchen. Aber naja, wir besitzen die Dinger. Und vielleicht lohnt sich es ja doch wirklich. So, wo bist du denn? Da hinten. So, komm her, Eistrolle. Der Verdammnis. So, tschüss. So, boah, sind wir schnell. Ey, wir ziehen wirklich schnell unsere Waffen. Krass. So, hier oben gibt es auch noch was zu entdecken. Da müssen wir natürlich direkt gucken. Okay, was haben wir hier? Aufstand von Erstburg. Okay, das ist nicht wirklich interessant anscheinend. So. Na komm schon. Na also, so. Zack. Den nehmen wir mit auf jeden Fall. So. Dann müssten wir mal in diese Richtung irgendwie gehen. Weil da gibt es, glaube ich, sogar noch ein Schiffswrack. Naja, wir sehen mal. Der Ort ist markiert und hinten ist eine Frostbespinne. Reicht es soweit meine Magie? Hm. Glaube nicht. Werden wir es einfach so herausfinden. Oh, was geht denn da hinten ab? Volle Party. So.
So, und ich bin der Gewinner hier von dem ganzen Aufstand. Ja, tatsächlich, da ist noch ein Schiffswrack. Ich wusste es. Ganz im Norden gibt es auf jeden Fall auch noch was, was wir entdecken können. Da merkt man einfach wirklich, wie übertrieben viel Schaden ich raushaue. Und wir spielen auf Meister. Und jetzt überlegt euch mal, ich hätte den Trick verwendet in Skyrim, wo man per per Alchemie sich so starke Tränke brauen kann, dass die Waffen dann, wenn man sie erneut verbessert, so stark sind, dass es schon zu leicht ist. Selbst wenn man auf Legendär spielt, das machen wir ja aktuell noch gar nicht. Aber, es würde einfach so hart den Spielspaß nehmen. Ist einfach so. Und deswegen mache ich das auch nicht. Und benutze wirklich nur die gekauften Tränke. Ich könnte mir natürlich welche auch brauen, die vielleicht ein bisschen besser wären. Bis hierher und nicht weiter. Ist das aber okay. Alter, ein Schlag! Ich treffe die nicht. LOL, ich treffe die nicht. Jetzt treffe ich dich. Oh, da kommt der Anführer. Höchstpersönlich. Oh, Alter! Genug. Nein, es ist nicht genug. Hilfe? Machen wir es halt eben so. So. Hey, wieso geht das auf einmal nicht mehr? Jetzt geht's. Und tschüss. Ist noch nicht vorbei. Es ist vorbei. Noch schneller, als du gucken kannst. Hauen wir raus, Leute. Ist das krass oder ist das krass? Okay. Warte mal. Wo ist denn die andere? Ist sie das? Da haben wir doch hier gerade jemanden getötet. Oder ist sie durch den Boden gefallen? Ich schätze mal... Nein? Oh, wer liegt denn da? Ein Fischer, ein toter Fischer, der noch die Axt bei sich hat. Okay. Das hier ist wirklich also nur ein Wrack. Hier, also mit den Tränken habe ich meine Sachen nochmal ein bisschen verbessert. Jagdbogen, Stahldolch, ja, nicht schlecht. Aber dafür sind wir schon... Wir sind da viel zu weit für. Brauchen das alles nicht mehr. Wir haben genügend Gold und... Allgemein so Zeug nehme ich jetzt eh nicht mehr mit. Aber ich glaube, wir sind wieder fertig, oder? Okay, dann wüsste ich auf jeden Fall, wo wir noch hin müssten. Und zwar reisen wir mal hier hin. Denn da gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu entdecken. Weshalb ich das mache? Wir haben eigentlich einen Himmelsrand... Soweit es geht, nichts mehr zu erledigen. Natürlich haben wir noch den Krieg. Den werden wir natürlich auch machen. Ach komm, weißt du was? Ich will trainieren, wir kämpfen. So, tschüss. So, ja, hier gibt es nämlich noch ein kaiserliches Lager. Das würde ich sehr gerne noch erkundet haben. So. Ich weiß, wir sind ja im kaiserlichen Lager nicht allzu willkommen, aber... Naja. Das geht schon. Geht weiter. Nein, ich gehe nicht weiter. Ich will das Lager entdecken. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in andere... Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon, meine Güte. Was? Ich gehe doch schon. Ich will jetzt hier nicht kämpfen müssen. So, hätten wir auch. Das sind alles so Kleinigkeiten einfach. Da muss man echt manchmal genau gucken. Aber ich glaube hier... Sind wir fertig? Sind wir hier fertig?
Oh, ich weiß es nicht. So ist die Mühle. Ich glaube, hier sind wir tatsächlich fertig. Klar, die Mine, bla bla bla. Hier am Rand. Da haben wir auch alles, soweit ich jedenfalls weiß. Da, 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 da. Genau, den Turm hier hinten haben wir, sehr schön. Ich gucke mir das hier gerade alles an, ob uns noch irgendwie was fehlt, aber wie gesagt, wenn wir nicht alles haben, dann ist das auch nicht so schlimm, ja. Da kann man nicht mehr als sein Bestes nur tun. Und, ja. Hier unten, da ist natürlich die Frage, hier zum Beispiel. Das ist, glaube ich, in der Nähe von der Dunklen Bruderschaft. Ach, da wüsste ich mal noch, wo wir hingehen könnten. Und zwar Angis Lager. Da haben wir in Staffel 9.5 Bogenschießen gelernt. Da müssten wir nochmal hin. Das wäre eine Option. Die könnten wir mal noch machen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option noch, wo wir auf jeden Fall noch hin müssten. Hier müssten wir zum Beispiel noch... Ja, hier müssten wir auch noch hin. Weil hier gibt es tatsächlich... Da müssen wir noch hin. Ich markiere mal den Ort. Hä? Okay, das kann ich... Hä, was ist denn hier los? LOL! Abbrechen, jetzt... Hä? So, die Richtung und wir reisen zum... Wenn Feinde in der Nähe sind, was ist denn hier für ein Feind? Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh mein Gott, jetzt sind sie uns doch feindlich. Ja moin, ich gehe ja schon... Verdammte Kaiserlichen, was haben die denn? Oh, oh, nee, das ist ein Bär, okay. So. Die sollen sich verziehen, mich in Ruhe lassen. Das gibt's doch nicht. Und zu den Drachen da hinten will ich nicht. Hä, wieso bin ich auf einmal nicht mehr genug Magiker? Wollte schon sagen. Ich hatte die Hälfte der Magiker noch und verbrauche aber... Oh, hä? Was habe ich denn da für Zeug an? Wieso habe ich schon wieder den einen Ring nicht an? Da müssten wir ja aktuell auch ziemlich wenig Schaden machen, na klar. Super, so, jetzt... Ja, jetzt klappt's schon besser. Okay. So, die haben uns in Ruhe gelassen. Sehr schön, dann können wir jetzt mal so eben zum Schattenstollen Refugium gehen. So. Das war noch so eine Sache, die hatten wir noch von den Gefährten. Das muss man sich mal überlegen. So, hier gibt es nämlich noch auch noch ein kaiserliches Lager. Oh Mann. Alter, den haben wir weggehauen. So,
So, mein Pferd, das macht das schon. Das ist alles gar kein Problem. Irgendwo hier müsste es noch ein kaiserliches Lager geben. Und oben an dem Grab, da, wo wir eben geguckt haben, gibt es auf jeden Fall noch mal das Dorf. Ja. Okay. Ach, da unten liegt. Moment mal. Muss ich ganz kurz gucken. Hey, wo war das denn nochmal? In der Nähe von dem... In der Nähe hier. So, hier müssen wir einfach nur runtergehen. Dann dürfte... Eigentlich müsste es doch längst auf der Karte sichtbar sein. Also hier müsste eigentlich ein kaiserliches Lager sein. Ich habe keine Ahnung, warum das Lager hier nicht erscheint auf der Karte. Komisch, egal, dann ist das irgendwie falsch. Dann stimmt das nicht so ganz, aber das ist nicht schlimm. Das ist exakt, oder ist das dann mehr hier so? Ich will das auf jeden Fall noch entdecken. Kann's doch nicht sein. Ne, normalerweise müsste das auf der Karte aufploppen. So, der Part ist auch eh schon vorbei, aber wenn es jetzt ein bisschen länger geht, ist nicht schlimm. Ich will jetzt einfach mal da hinten hin. Nee, dann war das falsch. Okay. Gut, ja, dann würde ich mal sagen... Oh. Ach, krass. Cool, ist das denn? Hier oben waren wir aber auch noch nicht. So. Ne, yep, dann gibt's das Lager hier nicht. Das heißt dann... Oder da unten vielleicht? Nein. Egal. So, dann wird... Was war das, wenn ich hier entlang gucke? Seht ihr das da unten? Was ist das da hinten? Das interessiert mich jetzt mal noch. Ich bin gerade echt ein bisschen neugierig. Tut mir leid. Aber laut Karte ist das da hinten unentdeckt. Das könnte doch was sein. Das ist ein Fuchs. Lol, was ist das? Ist das irgendwas Besonderes? Nee, das ist einfach nur ein Schrein. Wie cool. Schrein von Dibella. Zwischenfall in Necrom. So, jetzt aber mal noch ganz schnell... Verdammt, wo war das? Hier war das, genau. So, da müssen wir hin. Und da gibt es auch noch ein Wrack. Ein Schiffswrack. Das dürften wir jetzt dann auch noch auf der Karte sehen. Eigentlich. Da, genau. Ah, ja. Und dann ist eigentlich auch der Part schon vorbei. Und dann gucken wir mal so in der nächsten Folge, ob wir noch irgendwas entdecken können. So, ist hier was Besonderes? Ein paar Gegner vielleicht? Wer bist du? Wer bist du denn? Dekus. Okay. Ein untergegangenes Schiff, Leute. Aber das erst im nächsten Part von Let's Play Skyrim. Macht es gut. Ciao.